Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, wenn Knochen sprechen könnten. Ist eine Drop-Quest, das von diesen Mobs hier droppt, erweckt auf Totar. Töte solch einen und dann hat die Quest normalerweise eine 100%ige Drop-Chance. Mache das Ganze, nachdem ich die Quest ein kleiner Umweg abgeschlossen habe. Bei Lucilla Kronsteig, die steht da unten. Da ist auch schon die Quest, ist auch automatisch angenommen. Nun darf ich von diesen Mobs hier ein makelloser, runenverzierter Knochen sammeln. Dafür muss man normalerweise einige von diesen Mobs töten. Ich glaube, die Dropchance ist ziemlich schlecht. War sie zumindest bis jetzt so. Und mal schauen, wo das Ganze droppt. Beziehungsweise beim wievielten Mob. Ich werde jetzt aber nicht extra mitzählen. Das ist jetzt der dritte. Oh, da war er schon. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, das ganze Gebiet getötet und dann der erste Mob vom Respawn. Und dann ist es erst gedroppt. Quest ist abzugeben bei Lucilla Kronsteig, entweder da unten oder wenn ihr bei ihr die Quests angenommen habt und schon am Erledigen seid. Muss das sein? Zeige ich euch noch eine andere Position, wo man die Quest abgeben könnte. Nämlich, ich glaube, da werdet ihr sie auch abgeben, weil ihr die Quests nebenbei macht und nicht so wie ich jede einzelne Quest extra. Oh, sie steht sogar auch da, oder? Nein. Hier steht sie nur, wenn man die anderen zwei Quests hat, aber egal, oder eine der anderen zwei Quests. Hier an dieser Position könnte sie auch stehen. Danke fürs Zuschauen, hoffe das Video konnte euch ein bisschen helfen. Ciao!